Hey Leute und herzlich willkommen und jetzt bei Assassin's Creed Syndicate. Die zweite Folge hier mit Lisa Gaming und mir, dem Shadow Racer. So, wir erinnern uns, letzte Folge hatten wir viel mit Jacob zu tun. Diese Folge werden wir wahrscheinlich die Ivy spielen. Fangen wir auch gleich mal an, pfeifen wir ihn her. Und zack, mit einem Attentat. Zeit für die Ablenkung. Schnell erledigt. So. Wir erinnern uns, letzte Folge hatten wir schon mal ein kleines Battle auf dem Zug. Damals noch mit dem Jacob. Heute sind wir hier unterwegs wieder mit der Ivy. Ich wollte es ja auch schon mal ausprobieren, ja. Also, nach der letzten Folge mit Jacob, wollte ich es auf jeden Fall schon mal ausprobieren. Und ich finde es eigentlich ist ganz interessant, mal hier mit Ivy zu zocken. Und meines Erachtens hat die relativ viel drauf. So, jetzt klettern wir hier rein, klettern wir den Zug hoch. Ich komme immer noch nicht ganz so klar mit der Steuerung, weil sie sich ja doch von Black Flag meines Erachtens stark verändert hat, so mit einem Luftattentat, klassisch auch bekannt aus anderen Assassin's Creed Teil. Weil sie ja doch ein bisschen anders ist, die Steuerung, ja? So, jetzt ist er down. Ich finde es eigentlich auch ganz toll, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es wirklich was bringt, dass sie die Steuerung geändert haben. Nee, verraten tun wir die ja nicht, ne? Haben wir nicht verraten. So. Die Folge wird hoffentlich wieder nur so, also um die 20 Minuten gehen, schon mal vorab. So, jetzt kriegt man die vom Zug. So, zack, 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 bam. Und runter ohne Fahrticket. Oder nicht. Tschüss. Gute Reise. So. Den nehmen wir auch gleich mit. Huch, das ging schnell. Das wusste ich noch gar nicht. Also, dass sowas geht. Na toll, jetzt ist sie sogar ihren Bruder. Kochen kann also Jacob auch nicht, jetzt wissen wir es. So, jetzt kommen wir das ab hier. Das wird rausschlagen, ganz klassisch, sage ich jetzt mal. Ich glaube, in echt würde es nicht funktionieren, aber. So, jetzt kommt wieder der altbekannte Ladebalken, ne? Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar, ich rufe, falls es Ärger gibt. Also so viel zum Thema, sie schleichen hier weg. Momentan sind sie ja noch alle da. So, jetzt setzen wir wieder Adlerauge ein. Kennt man auch schon. Also Adlerauge haben wir ja auch schon die letzte Folge relativ oft benutzt gehabt. Genau, so. Also eigentlich habe ich gehofft, hier bleibt nur einer, aber es sind es drei. So, schnappen wir uns den da. So, Attentat, zack. Bam, 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 bam. Dem lassen wir keine Chance. So, das sind die alten Assassin's Creed Skills hier. Oder Assassin's Creed, wie auch immer. Vielleicht die Sprachfehler sind auch manchmal dabei, ne? So, jetzt schnappen wir uns den hier. Zack, du Halunke. Ich wünsche eine angenehme Bettruhe bei diesem wunderschönen Wetter. Also ich finde auch hier die Map ganz gut gestaltet. Oh, jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Die Map ganz gut gestaltet. Dafür, dass man ja doch immer noch in dem historischen Spiel spielt, ne? Und sich relativ viel, da müssen wir hoch, relativ viel an die alten historischen Sachen gehalten werden muss. Und ja, sehen wir mal wieder einen Aussichtsposten. Mal kein Adler drauf, ja.
So. Ich brauche noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorne, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Na, freundlich war sie nicht gesagt. Ich habe einen kleinen Werksrundgang versprochen, My Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Na, gerade eben klang der Wissenschaftler ja noch freundlicher, wo da zur Sau gemacht wurde. Aber nur nicht von der Mission abweichen. So, seien Sie eine Assassine. Naja, Assassinen wäre wahrscheinlich sinnvoller, ne? So. Das Adlerauge wieder aktivieren. Hier haben wir einen Gegner, hier haben wir einen da drüben, den schnappen wir uns auch noch. Mehr sehe ich gerade nicht. Gut. Dann zack. Und wieder hier ein bisschen veränderte Steuerung. Bei Black Flag musste ich da nur nach vorne laufen. Hier ist das ja wieder doch was etwas anderes. So, jetzt liegt er. Ah, den schnappen wir uns auch noch, komm. Du kommst auch zu uns. Du bekommst auch noch dein Pferd weg hier. Komm. Sieht er das weiter? Ach, schleichen ist X. Ach, Mist. Da haben wir wohl die falsche Taste gedrückt, meine Lieben. So, den werden wir uns aber jetzt holen. Zack. Und wunderbar mit dem Attentat entrichtet, sag ich jetzt mal. So, jetzt gucken wir, dass wir da möglichst unbemerkt entlang kommen. Checken wir hier nochmal die Lage. Alles clean, gut. Gut, gut. Alles clean. So. Ja, so viel zu dem Thema unbemerkt bleiben. Jetzt werden wir uns wohl jetzt hier erstmal im Heuhaufen verstecken müssen. Andere Möglichkeit sehe ich gerade leider nicht. Ne. Das wird nicht gut für dich ausgehen. Wer bist? Treibt sich ein Weib rum. Bin fast da. Die altbekannte Rauchbombe hier einsetzen. Zack. So, jetzt haben wir sie hier. Ich muss mich kurz konzentrieren. So, einer weniger, haha. So, da war es wieder einer weniger. Genau. Jetzt holen wir uns den letzten da hinten. Ganz gewitzt, wie wir das hier machen. Übrigens extrem viel Spaß hier mal ein bisschen die auszutricksen. So, zack, 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 zack. Ja, auf den Arsch von Eevee guckt man nicht so leicht, ne? Oder habt ihr da auch verstanden, was für ein Po? Ha. Scheint wohl ein doch ganz lustiges Spielchen hier zu sein. So. Boost nur Bruce, das Laboratorium. Nach allem, was wir wissen, müsste es doch hier sein. Ich wundere es eigentlich schon fast, dass der mich nicht sieht. Ein geheimes Laboratorium.
Sieh mal an, vielleicht kann ich doch bei diesem Feuer behilflich sein. So, und zack, zack. Du bist den Teufel, wenn du ihn siehst. Hat er uns doch ein bisschen erwischt, aber Ivy ist natürlich viel trainierter, sage ich jetzt mal. Und dann befreien wir uns. Ein kleiner Freund hier. Nehmen wir wieder die Wurfmesser zur Hand. Auch eine coole Sache. Ich weiß gar nicht, ob es sie in Black Flag gab, weil Unity hatte ich ja nicht gespielt oder habe ich nicht gespielt. Ich muss sagen, Unity wollte ich nochmal ausprobieren, aber man sagt ja, Unity war so, ich sag jetzt mal, arg verbuggt, ja. Also ich habe von Freunden mitbekommen, dass Unity einige Lags hatte und einige Probleme und die waren deswegen auch nicht so ganz begeistert von dem Spiel. Darunter nicht so ganz begeistert, wie ich es eigentlich erwartet hatte, weil eigentlich alles recht große Fans der Assassin's Creed Reihe waren. Aber ja, das vielleicht schaue ich es mir mal an, vielleicht seid ihr damit dabei. Auf jeden Fall, heute habe ich mir Mordor Schatten geholt. Herr der Ringe, falls euch das was sagt. Also Herr der Ringe war übrigens ein guter Film und Mordor Schatten ist sozusagen eine der wenigen aktuellen Spiele. Huch, wo müssen wir eigentlich lang? Eines der wenigen Spiele, was jetzt erst seit neuerem wieder auf dem Markt ist, weil ansonsten hat ja der Sohn von J.R. Tolkien alle Rechte behalten und deswegen wird es wahrscheinlich auch keine weiteren Filme mehr geben, was ich leider sehr traurig finde. Und ja, das Spiel wurde ja noch nicht so oft Let's Played und da denke ich, wir schauen das uns auch mal an, aber vorerst bleiben wir jetzt bei Assassin's Creed. Weil es ja unser Teil ist. Jetzt sag mal, wo müssen wir halt eigentlich lang? Ich bin da gerade gar nicht mit klar. So. Also er sagt immer hoch zum Reden, aber... aber irgendwie... so schwer die Klappe zu halten. So, es tut mir leid, nicht wundern, gerade eben ist die Aufnahme etwas abgestürzt. Ich habe übrigens herausgefunden, wo wir jetzt hin mussten. So, warte mal, geschwind, den holen wir uns jetzt. Ja, wir füllen die Messer. Jetzt haben wir es da. Schnappen uns den da. Zack, weg ist er. Ah, fuck. Wir mussten nämlich eigentlich nur hier in den kleinen Raum rein, aber irgendwie habe ich das vorher nicht so ganz gerafft mit der Anzeige. Und ja. Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meint, der Lauser. Danke. Und das Losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Ha. Ah. Also wie ich heute schon vermutet hatte, ein Zauberer oder sowas in der Art. Und jetzt laufen wir zum nächsten Zielort. Gehen wir da lang. Ah ja, gehen wir da hoch. So, wieder so super Wetter hier in Assassin's Creed. Die zweite Folge, die heute auch auf die 20 Minuten gehen wird, denke ich jetzt. Habe ich heute schon ein paar Mal gesagt, sage ich jetzt mal. Ja. Auf jeden Fall, bei Frax könnte es noch ein bisschen dauern, bis ein paar Gameplays kommen. So, den holen wir uns jetzt auch unbemerkt. Ah. Gut, einen haben wir gekriegt. Jetzt kommt, zack. Bam. Zack. Doof. Ja, leg dich nicht mit Ivy an. Bei Frax könnte es noch ein bisschen dauern, bis die Aufnahmen von ihm kommen. Bei ihm funktioniert das alles noch nicht so ganz.
Aber ich denke, bei ihm werden auch demnächst heute oder morgen oder so die Gameplays folgen. Wenn sie nicht schon bis dahin oben ist, bis das Video oben ist hier. Aber ja. So, wie ihr übrigens wisst, müssen wir ja auch das geheime Labor hier finden. Mit dem... fuck. Zack, zack. Bam. So, jetzt sind wir drauf gegangen. Toll. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Das erste Mal, dass ich im Let's Play drauf gehe. So, jetzt einfach hier ein bisschen rum. Yeah. Aber ja. So, jetzt dürfen wir wenigstens von hier wieder anfangen. Gegner mit den hängenden Fässern töten. Also wir können hier auch Gegner so töten. Aber ja, also mit den hängenden Fässern. Wir haben übrigens wieder 5 Messer. Zack. Super, den haben wir uns ganz unbemerkt hier geholt. Wir haben übrigens wieder 5 Messer, weil wenn man stirbt, werden ja häufig die Items resettet. Und ja, finde ich wenigstens ein Teil praktisch. So, hinter uns ist jemand. Aber dem hängen wir jetzt ab, oder? Komm, den hängen wir schon ab. So, da ist einer. Zack. Und er war leicht down. So, nehmen wir hier diesen Eingang. Ha, jetzt bin ich so blöd dazu. Ja. Zack. So, jetzt haben wir hier den Geheimtunnel genommen. Jetzt mal hier hoch. So. So. Drücken Sie L3, um den kleinen Eingang aufzuspüren. Ah, da ist er ja. Da haben wir es ja. So, jetzt müssen wir erst den Fettklops hier. Ich weiß gar nicht, wie man die hier nennt. Also. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr wisst, wie man diese dicken Leute hier nennt. Ich habe nämlich gerade keinen Plan, wie man die nennt. Also wäre ganz praktisch, wenn es mir jemand sagt. So, jetzt rüsten wir erstmal die Messer wieder aus. So, und dann hier aufschließen. Zack. Komm schon, Ivy. Ich finde das Kaktor. Also übrigens für den Geheimeingang fand ich diese Tür jetzt nicht gerade sehr versteckt, ne? Eigentlich ja eher sehr offensichtlich, wie hier die Tür gelegt wurde, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, das war auch Absicht. Also, dummes. Wenn nicht. Damals. Doch, das könnte hinkommen, das. Ja, genau. Elektrizität und. Genau, das müsst. Ich hab mir gerade über. Ah, was steht hier? Fähigkeitsupgrades. Verdienen Sie EP, indem Sie Eigenschaften freischalten. Ja, wie geht es jetzt? Konterschuss. Drücken Sie um Gegner zu schießen. Gerätekombo drücken. Nee. Ach, das haben wir ja schon. Ah, jetzt. Jetzt, das haben wir schon. Im Besitz, was wir haben da noch. Multi-Hinrichtung. Haben wir auch schon. Okay. Also wenn ihr es lesen wollt, dann einfach schön Pause machen immer. Dann könnt ihr lesen, was das ist. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Epegus, okay. Achso, das haben wir ja schon, das haben wir ja schon. Also. Ach, Quatsch, stimmt ja. Drücken Sie Options, um das Fähigkeit mit. Achso, wir müssen ja doch noch irgendwas holen. Also gehen wir doch mal rein. Ja, erstmal da lang machen wir die schön platt. Ja, gucken wir danach. Zack. Bam. Und den nächsten hier. Zack, 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 zack. Bam. So, der war platt. Glauben wir dem noch was? Vielleicht hat er ja was Praktisches dabei. Vielleicht aber auch nicht. Das sehen wir gleich. Ja, wirklich viel Geld hatten sie ja jetzt auch nicht mit, was uns was lohnen würde. Und ja. So, Adlerauge. Da haben wir noch einen. Da oben haben wir keinen. Zack. Der ist down.
Laufen wir jetzt hier hoch, komm. So, nee, von dir wollen wir nichts. Die wollen wir aber. Zack. Und dich auch noch, komm, hier. Ach, fuck. Was mach ich denn? Hier, zack. Bam, bam, bam. Achso, X, zack, bam. Mach ihn fertig, komm, zack, bam. Zuff, und weg war er. Also die Ivy ist schon voll die Maschine. Der will ich auf der Straße lieber nicht begegnen, sage ich jetzt mal. So, jetzt jumpen wir mal hier lang. Wir müssen ja hier irgendwo unsere Zielperson, sage ich jetzt mal, finden. Aber, genau, jetzt klettern wir da hoch. Hoppdiwopp, wir müssen ja nicht durch die Scheiße da kriechen. Wovon ich ausgehe, dass das das ist. Aber hier ist auch kein Gegner. Gut. Zack. Da müssen wir irgendwie da hochkommen. Ich stelle mich gerade ein bisschen zu blöd an. Ach, was? Nee. Hä? Scheiße. Also springen kann die Ivy schon mal. So, jetzt gehen wir halt wieder rein in die Scheiße. Ach, was? Das funktioniert irgendwie heute gerade alles. Also, ich komme mit der Steuerung, wie man sieht, heute gerade überhaupt nicht klar. Also, irgendwie. Mist. Und ich sehe gerade, die Aufnahmezeit neigt sich so langsam auch schon dem Ende zu. Wird ein bisschen knapp heute. Aber zumindest denke ich, wir laufen jetzt hin oder suchen den Boss und dann machen wir den Boss dann auch schon in der nächsten Folge fertig, die ja dann auch demnächst kommen muss und kommen wird. Nur über das Wochenende bin ich leider nicht da. Deswegen wird da auch kein gemeinsames Let's Play kommen mit dem Frogs. Aber Frogs, jetzt habe ich Frogs gesagt, das ist ja kein Frosch. So, jetzt holen wir uns übrigens das Doppelattentat mal. So, jetzt habe ich nämlich auch gerafft, ja. Was haben wir noch? Schlechter, Plünderer, Gesundheitsboost. Weil ihre Gesundheit, na klar, das nehmen wir mit. Denke ich schon mal an Anfang. Und das Adlerauge erlaubt ihnen durch die Wände zu blicken, Gegner zu beobachten und zu markieren. Gut, Plünderer bringt uns jetzt nicht wirklich was, Adlerauge auch nicht. Beute, Takedown. Ah, das mit dem Plündern, ah, das muss ich mir noch überlegen. Okay, doch, wir nehmen es, glaub. Also, wir nehmen doch Plünderer. Oder Beute-Takedown und so rum. Ja, so. Hä, warum habe ich... egal. So, und dann spielen wir jetzt mal weiter. Ich wusste es... Also das mit den Fähigkeiten finde ich ganz cool. Ah, jetzt sind wir schon da. Der Edensplitter. Erhöhen Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil sein. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Na, jetzt haut er gleich hier rum. Zack. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen bei euch, gell? Wir sehen uns in der dritten Folge mit mir, dem Shadow Racer. Bis dahin. Ciao, ciao. Und einen schönen Tag.